Leute, dieses Feature, diese Änderung im Battle Royale Modus wird alles ein Stück weit verändern. Eine extrem geile Änderung, wie ich tatsächlich finde. Ich möchte es euch anhand des Gameplays zeigen, wo ich auf Stormpoint mit The Gaming Merchant und Just Edgestin gezockt habe. Es ist kaum jemandem tatsächlich aufgefallen. Mir zumindest nicht. Mir ist es jetzt erst aufgefallen, als ich gesehen habe, dass The Gaming Merchant selber darüber berichtet hat, hat denselben Ausschnitt benutzt, wo es passiert ist, in der Runde, wo ich mit drinne bin, weil da konnte es am besten sehen, weil er nämlich selber draufgegangen ist. Er ist komplett gestorben. Ich habe seinen Banner gegrappelt. Ich hatte einen Gunfight. Simply Ashton hat ihn gerespawnt. Und dann passiert Folgendes. Schaut jetzt bitte ganz unten links auf The Gaming Merchants Stats, auf sein Icon, auf sein Logo, auf sein Spielergedöns. Moment, falsch. Hier. Schaut. Da steht Respawning. Ich bin gefallen und der Gaming Merchant steht wieder, er ist wieder da und hat ein lila Körperschild. Es wird in Zukunft wohl so sein, dass wir mit dem Körperschild gerespawnt werden, mit dem wir draufgegangen sind, und wir haben die beiden Waffen wieder in der Hand, mit denen wir draufgegangen sind, es sei denn, es ist eine Care-Package-Waffe. Ganz wichtig, und diese beiden Waffen, wenn ihr bei The Gaming Merchant vorbeischaut, das müsste das vorletzte Video gewesen sein, wo er das ganze Gameplay und alle Änderungen zeigt. Er benutzt nämlich genau denselben Ausschnitt, natürlich nur aus seiner Perspektive, das sollte klar sein. Du hast keine Attachments auf den Waffen, das sollte klar sein, ebenfalls. Und du droppst mit zwei Stacks Munition für beide Waffen. Das ist sehr geil. Das heißt, du droppst und kannst dich sofort wieder verteidigen. Das heißt, so ein Stück weit zumindest ist die Zeit vorbei. Du bist vielleicht in Hektik, du bist vielleicht der Letzte nur noch im Team, heizt schnell außerhalb der Zone oder die Zone ist hinter dir. Du hast gerade noch so ein Respawn-Beacon vor dir, holst deine Mates, die werden gedroppt und dann sind da schon irgendwelche Teams, die irgendwo warten und du kannst dich als gerespawnter Mate einfach nicht verteidigen. Und so brauchst du dich nicht mehr dumm und dusselig suchen nach irgendwelchem Loot. Gerade im Endgame macht das den Respawn-Beacon umso wertvoller, weil im Endgame ist es meistens so, dass du einfach nichts mehr findest. Es sei denn, du bist mit Loba am Start, hast deinen Shop, knallst den dahin und kannst aus sämtlichen Deathboxen, die im Umkreis sind, dich irgendwie zumindest so ein Stück weit wieder ausrüsten. Das ist eine Änderung, die ich tatsächlich sehr begrüße. Ich bin gespannt, was ihr zu diesen Änderungen sagt. Aktuell schien es im Spieletest so zu sein, dass du dadurch Schilde kopieren konntest oder vervielfachen. Das heißt, ich bin vielleicht der Einzige im Team mit einem lila Körperschild. Ich lasse mich jetzt absichtlich sterben. Ich komme wieder mit einem lila Körperschild und in meiner Deathbox ist das andere Körperschild immer noch da. Theoretisch ist das mit den Waffen jetzt nicht anders. So soll es wohl im Spieletest gewesen sein, habe ich gehört. Ich kann es leider nicht mehr nachvollziehen, weil die Server schon wieder geschlossen wurden. Wenn das tatsächlich so ist, muss natürlich Respawn was dagegen tun, weil das ist wieder ein Punkt. Ich habe mich zum Beispiel jetzt, kann ich noch nicht drüber reden, morgen gibt es nochmal ein Video über weitere News. Ich habe noch ein paar mehr Informationen für euch über einige Änderungen, möchte ich jetzt aber noch nicht drüber reden. Das hat so ein bisschen mit dem Delay auf verschiedenen Maps zu tun, bestimmte Features, die einfach den Flow aus dem Spiel nehmen. Und sollte das wirklich so sein, dass du das alles duplikaten kannst, dann nimmt das den Flow aus dem Spiel, weil das viele ausnutzen werden und irgendwo außerhalb, vielleicht sogar außerhalb der Zone, sich hochheilen können noch, weil sie die Zone gegenheilen können. Und dann sterben die absichtlich und duplikaten erstmal die Körperschilde und den ganzen Mist. Und dann ist das einfach nur Asche, wenn das so funktionieren würde. Deswegen hoffe ich, dass Respawn da irgendwie das noch checkt und da irgendwie das fixt, dass das nicht zu duplizieren geht. Das Ding ist aber auch, irgendwie muss es ja auch so bleiben, zumindest das Körperschild, weil wenn du drauf gehst, kann der Gegner ja einen Schildswap machen. Das würde ja dann heißen, es würde nicht mehr funktionieren. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht nur der Gegner das Schild swappen kann, du selber als Teammate aber nicht, was aber auch irgendwie blödsinnig wäre. Wir müssen jetzt einfach mal abwarten, wie es umgesetzt wird. Habt ihr auf die Schnelle irgendeine Idee, was die perfekte Lösung dafür wäre? Natürlich nicht, die Lösung bringt es einfach nicht, sondern es kommt und es muss irgendwie funktionieren. Also mir würden einige Sachen einfallen, die an diesem ganzen System
ein bisschen verkehrt sind, aber ich finde, es klingt nach einer extrem genialen Neuerung, die ich selber im Test so nicht mitbekommen habe, weil alles relativ schnell ging. Ladies and Gentlemen, ich bin gespannt, was ihr zu diesem neuen extrem krassen Feature zu sagen habt. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen, wünsche euch noch einen schönen Tag.